Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr das Fritz Powerline 540E WLAN Set einrichtet und mit eurem Netzwerk verbindet. Powerline Adapter übertragen das Internetsignal über die vorhandenen Stromleitungen in eurem Heim. Da Mehrfachsteckdosen hohe Leistungseinbußen verursachen können, sollten Powerline Adapter immer direkt in Wandsteckdosen gesteckt werden. Habt ihr die Möglichkeit nicht, nehmt lieber einen Powerline-Adapter mit integrierter Steckdose und steckt die Mehrfachsteckdose dann in den Powerline-Adapter. Somit geht euch keine Steckdose verloren. Im Lieferumfang befinden sich ein Powerline-Adapter 510E, der WLAN-Adapter 540E, zwei Netzwerkkabel sowie eine Anleitung und Produktinformation. Der WLAN-Adapter hat zwei LAN-Buchsen, woran sich Geräte per Netzwerkkabel anschließen lassen. Weitere Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Los geht's! Steckt zunächst den 510E-Adapter in eine freie Steckdose und verbindet ihn mittels LAN-Kabel mit eurem Router. Wir haben hier eine Fritzbox, es funktioniert aber auch an jedem anderen Router. Es sollte nicht lange dauern und die Power- und die LAN-LED sollten dauerhaft leuchten. Steckt nun den WLAN-Adapter 540E ebenfalls in eine freie Steckdose, eventuell schon in dem Bereich, wo später das WLAN-Signal verteilt werden soll. Kurz darauf leuchtet auch die Powerline-LED und die Verbindung wurde hergestellt. Falls die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird oder um weitere Powerline-Adapter hinzuzufügen, drückt an beiden Adaptern die Security-Taste. Der Powerline-WLAN-Adapter baut in diesem Fall ein eigenes Netz auf, mit dem ihr euch verbinden könnt. WLAN-Schlüssel befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Besitzer einer Fritzbox mit Mesh-Funktion können den Adapter auch in ein Mesh-Netzwerk integrieren. Drückt dazu einmal die WPS-Taste am WLAN-Adapter und einmal an eure Fritzbox. Dabei übernimmt der 540E-Adapter die WLAN-Einstellung eurer Fritzbox und sendet dann auch kein eigenes WLAN-Signal mehr aus. Eure Endgeräte werden somit automatisch mit dem neuen Adapter verbunden, wenn er das stärkste Signal liefert. Ein Blick in die Netzwerkeinstellung in der Fritzbox zeigt die beiden Powerline-Adapter vollständig inklusive Mesh integriert. Klicken wir auf den blauen Eintrag, landen wir auf dem Powerline WLAN-Adapter und müssen uns mit dem Fritzbox Gerätekennwort anmelden. Zugangsart Powerline-Brücke hergestellt und das Vogtnetz wurde übernommen. Alles klar. Und das war's auch schon mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.